So. Klappstulle. Wisst ihr, was mich daran nervt, dass man nicht mehr machen kann? Irgendwie Rechtsklick alle oder sowas. Wir müssen jetzt die eine nach der anderen machen. Da wird man ja blöde. Vor allen Dingen braucht er jedes Mal zwei Scheiben Brot dafür. Und einmal Butter. Und dann gibt die olle Klappstulle noch nicht mal in der entferntesten irgendwas. Das finde ich ja schon kacke dreist, ne? Klappstulle. Zack. Du könntest was zu essen. Hier, kannst du Klappstulle essen. Guck. Nee, aber ernsthaft jetzt mal, ne? Nein, nicht zerstören. Geh rüber. Zack. So. Hier kriegst du noch ein Tiki-Ei. Und was zu trinken brauchst du auch noch. Und dann können wir ja schon wieder fast schlafen gehen, wa? Was sagt die Distille? Da werden wir gleich mal einmal noch Maische aus dem Schrank nehmen, damit wir die für morgen früh gleich zusammen haben. Hier ist noch eine. Flaschen haben wir noch in der Tasche. Guck mal, wie schön die Vögel zwitschern. Die Holzfäller könnten auch noch Aufgaben haben. Aber die wollten irgendwas mit Sprengstoff und saufen, ne? Irgendwas war da. Die wollten irgendwas mit Sprengstoff und saufen. So, 12 Stunden? Ne, wir schlafen nur 11. 11 Stunden müssen reichen. Ja, ich will ja nicht nur einseitige Ernährung. Nee, Minen. Was heißt Minen? Meinen? Minen? So, gib her. Dann kriegst du da jetzt noch hier was rein. Das Glas können wir wegstellen. Die Flaschen können wir auch wegstellen. Butter haben wir genügend. Ah, hau dir mal noch was hinter die Kiemen hier. Essen. Nimm mal noch 2 Eier mit oder so. 3. Und Apple auch so. 2, 3, 20. Bestätigen. So. Granatfischen. Ja, einmal habe ich ja schon Granatfischen gemacht. Haben die Minenquest. Ist aber sehr schwer. Na toll. Warte mal, wir gehen mal eine Runde aufs Klo. Da waren wir nämlich heute tatsächlich noch nicht ein einziges Mal. So, Kinder, es macht keinen Unsinn. Papa geht saufen, ne? Warte, erstmal noch einen Schluck Wasser saufen, bevor wir hier... Wer weiß, ob das so gut ist, dass ich mit dem Saufen gehe. Also Minen habe ich... Also die Fische mit der Sprengladung, das habe ich schon gemacht. Aber was anderes habe ich bei denen auch noch nicht gemacht. Dann gehen wir jetzt mit. Aber dann muss ich jetzt den nochmal verkloppen, oder was? Muss ich den jetzt nochmal verkloppen? Dann wird das nämlich nichts mit der Quest, das sage ich euch jetzt schon. Das war ein einmaliger Fisch beim letzten Mal. Der ist schon wieder hungrig und völlig kaputt, wenn er dort ankommt. Dann soll ich auch noch mit dem saufen gehen. Schlag von rechts, Schlag von links.
denkt, der stöhnt vorher, bevor der zuschlägt. Er kriegt nicht mal die Hände hoch. Hey. Ist du schwach? Du gehst mir auf den Sack. Oh. So. Zeig mir, was du hast. Nimm alles. So, und jetzt? Wann steht er wieder auf? Komm, steh auf, mein Freund. So, kann ich helfen? Du kannst mir nicht helfen, keiner kann das, aber wir werden sehen, ob wir zwei stark betrunkenen Bauern miteinander auskommen können. Trink was Gutes, komm vorbei und wir reden. Oder wir werden es zumindest versuchen. Wenn du es schaffst, sage ich dir, wo ein Bunker ist, in dem ich manchmal schlafe. Okay, so, jetzt. Tagebuch. Betrinke dich ordentlich. Was heißt betrinke dich ordentlich? Wann weiß ich, dass ich ordentlich betrunken bin? Jetzt zum Beispiel, oder? Ja, ich bin wieder da. Und jetzt? Reicht noch nicht, ne? Meine Leber drückt so komisch. Ich frage mich, warum. Gibt es eine Belohnung? Das war doch nicht so schwer, oder? Aufgabe beendet, starker Kopf. Neues Rezept, Hafermeische. Toll, und daraus mache ich Wodka, ne? Du hast gefunden, Bunker. Beruhigend zu wissen. Hier, oder was? Bea? Bunker. Also den Bunker kannte ich und den Bunker kannte ich. Den hier noch nicht. Wie spät ist es? 10.34 Uhr. Nochmal reden? Glaube ich nicht. Der erzählt nur Tünnef. Aber ich hätte dem mal Schnaps schenken sollen, dann ist er uns gut gesonnen. Ach, Brecheisen hab ich nicht. Hab ich nicht. Brecheisen hab ich nicht. Oder hab ich das mit? Hab ich das mit? Nee, hätte ich, wäre ja ein Ding. Schenk ihm Schnaps. Ich schenk ihm Schnaps. Dann ist er zufrieden. Ich hoffe, dass ich dem jetzt einfach nur Schnaps schenken kann oder so. Kauf dir eins. Stimmt, kann ich auch machen. Warte mal, ich schenke dem mal. Kann ich dem noch? Warte mal, schenke Schnaps. Schenke Wodka. Schenke Bier. Habe ich nicht. Was habe ich denn noch? Nix mehr. Hab nix mehr. Oh, überhaupt nix mehr. Ich kaufe mir jetzt noch ein Brecheisen, oder was? Was kostet das? 225, echt jetzt? Okay, warte. Nehmen wir mit. Kann ich dem das auch wiederverkaufen? Ja, ne? Aber ich habe ganz schön was auf Augen gekriegt. Mein Herzbalken ist fast weg. Jetzt lässt er dich in Ruhe. Na, ist ja gut.
Muss ich noch über ein Minenfeld? Das werde ich nämlich nicht überleben. Bei dem Bunker. Werde kein Minenfeld überleben. Okay, kein Minenfeld. Na, sehr schön. Beruhigend zu wissen. Aber ein Bär vielleicht, ne? Warte mal. Immer schön die Waffe im Anschlag. Ist er geladen? Ja, ist er. Okay. Ich guck mal lieber vor, ist ja aber doch auf dem Boden, ne? Oh, guck mal hier, Himbeeren. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Mach mal Licht. Oh. So eine Jappeltusse. Ach, mit E. Oh, Fuchsfell. Guck. Noch eine Lampe. Sehr schön. Munition. Brauche ich zwar nicht. Oi, oi, oi. Schöne Handgranaten. Lecker. Noch mehr Munition. Ab wann bin ich vollgeladen? Noch mehr Munition. Da ist nix. Da ist nix. Hier noch was an der Wende? Nö, ne? Okay, weiter geht's. Hier geht's schon wieder raus. Das war's schon. Mehr ist hier nicht. Mit was war das mit Z, ne? Aber was? Z? Das ist nur Holz. Kisten, drei Türen. Oh, ich hasse Gewitter, ehrlich. Das Fell an der Wand habe ich. Da. Hirschfell. Ja, nee, das war's. Ich kann's dir gerne nochmal zeigen. Das Fell an der Wand ist weg. Ja, nicht schlecht, Respekt, würde ich sagen, ne? Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Guck mal, hier sind noch überall Bärchen. Ja, ich würde sagen, dann wäre questtechnisch ja ganz gut im Laufen, ne? Was bist du? Bär? Nein, Stein. Oh, Gott sei Dank. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ja doch, es war. Allein Munition haben wir jetzt schon wieder 17 Stück. Kaffee und so weiter haben wir. Das arme Pferd steht draußen im Regen. Das werden wir jetzt auch unterstellen. Jetzt die Tiere doch schön versorgen. Die armen, armen Tiere. So. Die kommen hier rein. Zucker kommt da rein. Kaffee kommt da rein. Bierflaschen haben wir auch schon mittlerweile 18 Stück schon. Eier, kannst du mal hier eins essen? Und nochmal ein Äpfel gehen. So. Bestätigen, Äpfel bleiben drinne. Wir haben ja jetzt eine zusätzliche Lampe, ne? Wir haben eine zusätzliche Lampe. Hier war hier Licht. Ja, warte mal, war hier Licht?
wir jetzt ausmachen? Nein, hier war kein Licht. Warte, dann werden wir jetzt hier diese hier. Nein, warte. So. Hier hinstellen. Warum geht das nicht? Warum sehe ich die nicht vor allen Dingen? Ich sehe die Lampe nicht, die ist durchsichtig. Die Lampe ist durchsichtig. Okay, wir haben hier eine durchsichtige Lampe stehen. Auch nicht schlecht. Aber auf der 4 ist noch. So, das Brecheisen können wir... Jetzt legen wir noch ein zweites Brecheisen hier rein. Auch nicht schlecht. Granatdinger. Die kommen nicht hier rein. Aber die Felle kommen hier rein. Davon haben wir jetzt schon zwei von den Hirschfällen. Du bist durstig. Okay, mein Schatz. Okay, du kriegst ja was. Du kriegst ja was. Hast du gut durchgehalten, dass du hier heute... Deswegen habe ich nur Flauschi und 4 Hühner. Ja, nee, wir bringen die jetzt gleich rein. Geht sofort los. Nur noch hier schnell mal. Da ist das andere Brecheisen. Die Granaten hier rein tun. So. So, Flauschi, du bist hungrig. Wieso das denn? Das kann es ja jetzt wahrlich nicht sein. Hängst du schon wieder fest, du blödes Tier? Hängt das blöde Tier schon wieder fest? Das ist doch nicht wahr. Also hier ist irgendwas, was das Schwein immer festhängen lässt. So, Kuh, nicht hungrig. Kuh, komm mit. Was haben wir denn jetzt? Juni. Normalerweise hätten wir jetzt Beete pflanzen müssen. Das Hotte Hü habe ich vergessen, ja. F. Zack. Guck, Kuh steht geschützt. Wo ist die andere? Da hinten. Bist du hungrig? Nein. Okay. F. Ah, 2 Kühe. Ich habe heute das Let's Play überstanden, ohne eine Kuh auch nur erlösen zu müssen. So, du kommst mit. Ab. Flauschi, bleib hier. Brauchst gar nicht weglaufen. Brauchst du gar nicht weglaufen hier. Aber man hat wirklich gesehen, immer wenn Flauschi da vor dem Haus war, ist er hängen geblieben. Das ist wirklich, wirklich bedauerlich. Und Flauschi ist schon wieder dreckig wie Sau. Herrgott. So, Tiere sind alle untergestellt. Die letzten Eier nehmen wir noch hier aus dem... Aus dem Nestern. Jawohl, Guru hat es auch gesehen. Guru ist wirklich so ein Adlerauge, ne? Das ist wirklich... Der kriegt das alles mit. Zack. So,
Zuckel, die Muckel, zwei Huhn, ein Gänse. Warte mal, hier brauchen wir nochmal Flaschen. Gib mal her. Die Maische ist bestimmt schon durchgelaufen. Na, wer hätte es gedacht? Wir können ja jetzt, jetzt können wir ja Hafermaische machen. Aber dafür müssten wir erstmal Hafer anbauen, ne? So, vier Alk kann rüber, die leeren Flaschen können rüber. Maische kann da rein, hat aber nicht genug Wasser. Gucke mal, dann können wir das hier noch. Zack. So, und das leere Einmachglas kann auch weg. So, ihr Lieben, das war's. Nicht nur für den Stream heute, sondern auch erst einmal mit Farmers Life. Ich werde es weiterspielen, wenn es weitere ausschweifende Neuigkeiten gibt. Also das Farmen werde ich hier tatsächlich nicht machen. Das ist mir wirklich absolut zu mühselig. Die Zeit vergeht zu schnell, als dass ich hier Farmbetrieb machen möchte. Ja, ich kann jetzt ganz viel Geld verdienen und die umliegenden Ländereien kaufen. Aber es ist, das Spiel ist in meinen Augen tatsächlich immer noch nicht ausbalanciert genug, als dass ich das hätte machen wollen. Wie gesagt, die Quest bis auf die von den Sägewerk haben wir alle erledigt. Von daher ist für mich das Spiel jetzt erstmal nichts mehr, um da weiterzuspielen. Vielleicht kommen ja noch Rezepte mit Honig, außer dass ich den Honig verkaufen kann. Vielleicht gibt es noch andere Baumöglichkeiten irgendwann einmal. Vielleicht gibt es auch irgendwann Social Aspekte in diesem Spiel. Momentan ist es für mich jetzt aber vorbei. Absolut vorbei. Das war der letzte Stream vorerst. Also ich sage nicht, dass ich absolut nie wieder spielen möchte. Ich habe mich wirklich gefreut, dass der Philipp gesagt hat, hier Andrina, schau mal rein. Da ist jetzt, du kannst jetzt bauen dies, jenes, welches. Und würde das dann auch wieder tun. Aber bis hierhin soll es das erst einmal gewesen sein.